Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Genau, wir waren ja in der letzten Episode auf diesem Friedhof hier angelangt und wir suchen ein Grab. Wir suchen ein Grab. Ich habe leider den Namen vergessen, das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Ich glaube es war es Shepard? John Shepard oder sowas? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Shepard hieß doch der Typ von Lost, oder? War das John Shepard? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn jetzt finden? Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist. Ein John Shepard. John Shepard, boah, ich bin so gut. Können Sie mir vielleicht sagen, ich bin so gut. Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Im nächsten Abschnitt. Das muss ich ihr lassen. Sie ist weg. Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Sagst du? Toll, jetzt habe ich seine Gedanken nicht hören können, weil sie so laut ist. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesem verdammten Friedhof. Zeit, John Shepards Grab zu suchen. Vielleicht das Kleine hier? Nein. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Ach, Gordy Kramer hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Es ist kalt. Es regnet. Ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. Je schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Okay, dann wollen wir aber wirklich jetzt das Grab suchen. Kann ich ihn nicht fragen? Er ist doch hier der Totengräber. Er muss das doch genau wissen. Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Danke. Na klasse, geradeaus ein Stück weiter hinten. Was ist das für ein Tipp? Du könntest mindestens mal in die Richtung zeigen können. Oder hat er es? Ich hab's nicht gesehen. Ist es das hier? John Shepard? Das ist es, oder? Hey Lauren! Hier ist es! Eine Origami-Figur steht auf dem Grab. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Das glaube ich auch. Wir sind auf jeden Fall der Sache auf der Spur. Die Blumen sind noch frisch. Sind aber keine Orchideen. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Okay, was ist denn passiert? Ihr nichtsnutzigen Sträuße, macht euch gefälscht hier raus. Los! Ach, ist das John Shepard jetzt? Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Damals gab es noch keine Videospielläden, wo man hätte hingehen können. Glaube ich zumindest. 77. Okay, die haben scheinbar hier einen richtigen Kackvater. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Also die Mutter lebt auch noch. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Okay, also ich bin nicht John. Lieber der andere ist John. Nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Ja, das ist schon krass, sowas. Ach, der arme John. Beziehungsweise beide Kinder. Wahrscheinlich werden wir jetzt erfahren, was mit ihm passiert ist. Und auch damals hat es geregnet. Hat es irgendwas damit zu tun? John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber.
komm, John. Oh Gott, spielen auf der Baustelle. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, die Idee. Und dann noch im Regen. Wieso wohnt der Vater denn hier auf der Baustelle? Haben die irgendwas damit zu tun? Ist er irgendwie hier der Hauptarbeiter? Aber er ist dauernd besoffen. Kann er hier der Vorarbeiter sein? Ich glaube eher nicht. Jetzt mach hinne. Ich warte. Oh, die beiden müssen echt aufpassen, ey. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir wissen ja, dass John irgendwas passiert ist. Okay. Ich hoffe, wir schaffen's. Sind die beiden eigentlich Brüder? Wahrscheinlich, oder? Oder er ist nur ein Freund, der zum Spielen vorbeigekommen ist, aber ich glaube nicht, dass jemand seinen Freund hier hinholen würde zu seinem besoffenen Vater. Vor allen Dingen dürfte er wahrscheinlich gar keine Freunde empfangen. Es wird der Bruder sein, schätze ich. Was ist los? Ja, ich komme ja. Die Steuerung hängt nur gerade so ein bisschen. Jetzt mach hinne. Ich warte. Boah, John, du bist ein bisschen anstrengend. So langsam wünsche ich mir, du stirbst. Nein. Alter, jetzt stürzt doch bitte nicht einer von beiden ab, oder? Oder beide nachher sogar. Moment mal. Ich habe gerade eine Idee. Der Junge, den wir hier gerade spielen, ist wahrscheinlich der Bruder von John Shepard. John Shepard, wissen wir, ist wahrscheinlich an diesem Tag, den wir gerade nachspielen, gestorben. Es regnet. Das Spiel heißt Heavy Rain, das hat alles was miteinander zu tun. Das Grab wird von jemandem gepflegt, der Origami-Figuren dahin legt. Ist vielleicht der Bruder von John Shepard, der Killer? Den wir hier gerade spielen? Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch. Oh Gott. Er fällt gleich. Wenn das so wäre, dann wäre das alles nicht passiert, wenn der Vater nicht so ein Arschloch gewesen wäre und nicht dauernd besoffen gewesen wäre und die Kinder hier auf die Baustelle gegangen wären, um zu spielen im Regen. Ja, ich glaube sowieso, dass Eltern viel ausmachen. Jetzt mach schon. Auch was Bildung und sowas angeht. Das hat weniger damit zu tun, wie schlau... Ach so, ich muss das balancieren. Oh. Ich glaube, das hat gar nicht mal so viel damit zu tun, was mit der Genetik, wie schlau jetzt die Eltern sind, ob das Kind schlau ist oder nicht. Klar, ein bisschen schon. Weil die Kinder dann, die Eltern dann wahrscheinlich auch andere Interessen haben und das Kind dann wahrscheinlich auch anders fördern. Aber das hat doch sehr viel mit dem Sozialverhalten der Eltern und vor allem des Umfeldes zu tun, glaube ich, was später aus dem Kind wird. Und wenn du so einen Vater hast, hast du ja eigentlich schon fast verloren, oder? Das heißt nicht, dass nichts aus einem werden kann, aber es wird auf jeden Fall deutlich erschwert, glaube ich. Boah, Alter. Im letzten Moment aber noch. Nein, nicht der Todessprung. John ist einfach... Er ist völlig von allen guten Geistern verlassen.
Gut, er lebt noch. Dann der Todessprung. Komm schon. Ach, Quatsch. Ich muss ja gedrückt halten. Manchmal denke ich, ich muss es, L1. Ich muss es schnell drücken. So. Okay, so hoch war es gar nicht. Man musste nur den Hügel treffen. So, Kinder, jetzt geht wieder rein zu eurem besoffenen Vater. Dann passiert auch nichts. Oder vielleicht doch. Vielleicht hat der Vater John umgebracht. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, 20. Da hat er aber gepfuscht. Okay, wo ist John? Hilfe? Wo ist John? Oh, fuck. Mein Fuß steckt fest. Greif zu. Ich zieh dich raus. Hä, wo steckt denn der Fuß fest? Was ist das überhaupt für ein Ding? Ein Rohr oder was? Komm schon. Oh Gott. Nein. Hilfe, den Vater oder was? Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell, bin gleich wieder da. Aber er ist doch mit dem Kopf über dem. Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Das ist unser Mann. Ja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Wieso hat er jetzt aufgehört, die Geschichte zu erzählen? Im spannendsten Moment, hallo? Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er... vielleicht der Origami-Killer sein? Nein, erzähl keinen Scheiß. Kommen Sie, zurück zum Wagen. Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Mit was denn? Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Ja, der Bruder, du Otto. Das war's hier für uns. Wir gehen. Ja, ich gehe ja schon. Also, er ist ja wirklich schwer vom Begriff. Okay, dann ist Madison aus dem Spiel, zumindest. Der Mann da drüben. Ja? Das ist ja der Kramer-Typ. Gordys Vater? Was will der hier? Hä? Er liegt Blumen auf John Shepherds Grab. Was hat der denn damit zu tun? Hä, den habe ich gar nicht mehr auf der Liste gehabt. Und Madison, die mir so spanisch vorkam, ein bisschen, denn wir wissen ja wirklich noch überhaupt nicht viel über sie, die hat sich jetzt wieder ein bisschen entlastet. Denn es war ja auf jeden Fall ein Bruder. Oder hat er die Geschichte vielleicht falsch erzählt und es war eine Schwester? Donnerstag, 23.03 Uhr. Wir sind im Blue Lagoon Club. Hier auf jeden Fall ordentlich die Luzi. Ja, da vorne ist der richtig am Abrocken, der Junge. Er hat die Wohnung vom Dock in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Ah, hat sich Madison aber schick gemacht. Kurzen, knappen, schwarzen Röckchen. Okay, mal schauen, was ihre Gedanken so sind. Kumpel vom Todesdoktor ist.
Soll ich lieber aufpassen. Bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Kindergarten für den Jet-Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment. Kein Typ, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Alles wird gut. Ich finde den Typen, stell ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Okay, der Barkeeper scheint also das Ziel zu sein. Der Club an sich ist ja eigentlich ganz cool. Aber die Musik ist wirklich ein bisschen seltsam. Also, wäre mir ein bisschen zu trancy, wirklich. Techno höre ich ja sehr gerne, aber das ist absolut kein Techno hier. Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Ist das Paco oder was? Auch so ein schmieriger Typ. Kein Wunder, dass der mit dem Arzt befreundet ist. Okay, Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Muss ich ja mit dem Barkeeper wahrscheinlich nicht mehr sprechen, oder? Hat der vielleicht noch einen Tipp für mich? Hä, was kann ich hier machen? Mich anlehnen? Na super. Gehen wir mal zum Barkeeper. Wo ist der denn? Da ist der DJ. Yay, DJ. Schon mal was Vernünftiges. Ist nichts von David Guetta? Kommen wir vielleicht so zu ihm? Steht er auf billige Noten? Aber Madison ist doch gar nicht billig. Naja. Das Röckchen hätte schon was länger sein können, aber im Vergleich zu den anderen, die hier rumlaufen, ist es ja noch wirklich züchtig. Ach, schau mal an. Tanzen wir eine Runde. Vielleicht wird er ja auf uns aufmerksam, so, ne? Ich glaube, das ist ihre Masche. Oh, shit. Oh, oh, oh. Peinlich. Nein, bin ich wohl durchgerasselt. Schau doch mal her. Okay, ich versuch's nochmal. Ich hab mich auch vertanzt. So, komm schon. Madison, gib alles. Nee, er ist nicht interessiert. Ich versuch's nochmal. Ich geh einfach mal hin. Mal gucken, was passiert. Ah, er lässt uns nicht rein. Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich muss die Alte loswerden. Wenn ich mit Paco reden will. Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein. Ich muss mich nur irgendwo umziehen. Umziehen. Okay. Es gab eine Toilette, oder? Liebe Leute, wie Madison sich scharf macht, werden wir aber in der nächsten Episode sehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei hier im Blue Lagoon bei Heavy Rain. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.